So, da sind wir wieder. Und wie versprochen, wollten wir jetzt natürlich nochmal einen Vogel für mich machen. Und da werden wir dann vielleicht auch mal ein bisschen länger bei der Sache dabei bleiben. Der 85er wurde ja vorhin von dem Alpha vernascht scheinbar. Da ist auch keiner jetzt aktuell, außer ein Raptor rennt da auch wieder rum. Ja, Wittchen, was meintest du? Du hast eventuell schon, na, du bist schon beim Gucken da, ja? Bei dir sind wieder Ein welche. 244er. Also, Nö, nein. Aha. Obwohl, Na gut. eigentlich wäre es ja egal, weil er ja sowieso nichts kann, ne? Ob er nun hochlevelig ist. Aber ich sag mal, Also. ich tue mein Niveau schon nach unten schrauben, aber ich sag mal so, Level 70 sollte er schon haben. Ach, Ja. bist du hier? Hier sind. Die hast du beide angeguckt, hier, ja? Die beiden, die hier fliegen. Beide ein Vielleicht noch mal bisschen. nachforschen, vielleicht kann er ja doch irgendwas. Ach so, naja. Das wäre ja dann schon nicht Er kann verkehrt. ja was, er kann ja Fische picken, aber das interessiert niemand. Ja, wer zum Teufel will Fische picken? Guck mal hier, hier habe ich vorhin so friedlich Öltiere gejagt. Hier Manta-Befall. Manta, Manta. Hier ist wieder einer. Ja. Aber ich treffe meine Taste nicht hier für meinen Ausguck. Level 4. Willst du mich verarschen? Da unten ist aber noch einer. Der ist auch gerade gelandet. Das wäre ein guter Moment für ihn. Wo denn? Und da ist ein Spooky. Warte mal. Na, hier unten am Strand. Oh, der ist. Okay, da ist auch der Riese. Level 8. Oh Mann, Alter. Was ist denn hier bloß los? So, da hinten fliegt aber noch einer. Und hier fliegen nochmal zwei. Drei. Vier. Na, hier sollte aber mal. Warte mal, was ist er? Grau Level 12. Level Ach, du hast 12. das ganz hinten. Was ist denn los hier, Alter? Ein Pipi-Kram. Und die Küste weiter abfliegen nach oben. Level 16. Mann, Mann, Oh, Mann, ey. Öltiere, Alter. Oh. Ja, du bist schon wieder ein bisschen verlofft, ne? Raus, jetzt muss ich es leider picken. Meinst du, dass die Küste weiter noch mehr von den Viechern dann so? Irgendwann kommt ja hier so ein bisschen Wassersumpf. Ach, warte mal, da ist eine. In grün ist ja auch hübsch vielleicht. Alter, der Level Titan kommt 8. und ich bin. Ja, aber der tut dir ja nichts, solange du ihn nicht anpickst. Boah, hier auf dem Wasser sind total viele, ey. Der war schon mal böse zu mir. Also der hat böse geguckt. Level 16, das ist doch hier voll die Verarsche, Alter. Das ganze Wasser ist voll hier mit den Viechern. Vogel aufsteigen. Level 60. Naja, das wäre zumindest schon mal ein Ansatz. Ich glaube, der wird es dann vielleicht auch werden. Level 4, Level 60 ist er jetzt hier schon High-End, ey. Und jetzt lässt er sich gerade von unten. Jetzt dreht er hier seine Runden im Wasser. Und irgendwie ein Frosch ist er auch im Wasser. Ich weiß nicht, ob der Frosch ihn vielleicht anknabbert. Aber ich meine, im Wasser ist ja auch scheiße zum Betäuben irgendwie, ne? Oder? Ja. Aber hier muss irgendwie eine komische Strömung sein, weil die drängen hier alle ihre komischen Kreise im Wasser. Auch der Frosch. Level 60, ja, männlich. Ja, Wird es das werden? Ist noch einer vorm Wasser. Level 8. Weiß ja nicht, so war es ja auch ziemlich ungünstig, ne? Da soll, aber Überm mein. Sumpf sind noch relativ viele, du. Level 4. Level Level 10. 16. Einer. Level 16. Mensch, was ist denn hier mit dem Köter jetzt? Aber Meld echt, dich doch hey. mal. Level 16. Oh mein Gott, ey. Ich will bloß losen. Level Michael, 72. wo denn? Ja.
so fast zum Ende des Sumpfes, da so am Land, also am Rand vom Land. Und erstmal verprügeln. Warte mal. Easy. Oh, der fliegt jetzt gerade auch rüber zum Land. Aber da sind auch Spuckis und sowas. Ich werde den einfach mal essen. Nö. Oh, ein Krokodil ist hier auch. Na, das bringt wohl alles nichts, ne? Oh, Schlange ist hier auch. Ich werde mal wieder weg. Aber er fliegt ja hier auch noch. Ja. Die frisst die Pillen? Ja, aus der Hand. Was für Pillen? Die will ich auch. Wer die... Oh, der Hund, ich hab doch jetzt gestern, wir wollen das mal mit Schmerzmitteln probieren. Ja. Wo bist du jetzt? Ich fliege ins Inland gerade rein, also rechts vom Sumpf in Inland. Da verfolge ich ihn gerade, ein roter 72er. Der so genau am Rand vom Sumpf, hier sind rechts, also von dir aus gesehen, da am rechten Rand, da fliege ich gerade lang. Aber da ist halt links von mir immer eine Krokodilschlange. Deswegen wollte ich erstmal gucken, ob ich ihn einfach nochmal ein Stück fliegen lasse, so ein bisschen ins Inland, wo jetzt nicht so viele. So, da hinten ist noch eine. Aber extrem viele, ne? Ja. Ich hoffe, die hast du alle angeguckt. Na, fast das alle. Wir sind ist runter gelandet. Level 16. Aha, das ist hier scheinbar. Oh, warte mal, so. Jetzt kommt er, glaube ich, hoch. Jetzt Level 16. Komm mal hoch, Junge. Ah. Ah, doch. Zack. Da liegt er. So, ich habe ihn jetzt hingelegt. Wo denn? Ja. Immer noch, also der rechte Sumpfrand, da geht ja so ein bisschen Berg hoch. Ja. Und der ist jetzt gerade so. Oh, fucking. Viecher, tun die wenigstens mich angreifen, ja. Warte mal, ich komm gleich. Fliegst du hier an dem rechten Sumpfrand da ran? Da ist doch daneben ist noch ein Berg. Also Erhöhung, sage ich jetzt mal so. Immer ein Bergrand. Ja. Du hast unten wie ein Strand und ich bin am Bergrand. Und da fliegt. Ich glaube, da hinten kommst du. Oder? Bist du das? Ja. So, und er liegt da oben. Hier oben liegt er. Ja. Siehst du ihn irgendwo? Ja, hat er was abgekriegt? Noch nicht, also die Mücken kamen halt. Da liegt er. War jetzt besser als unten, aber. Schon wieder eine Mucke. Naja, hier ist schon das Gebiet, und da auch gerade hinten durch sich wie ein Kano da gerade am Kämpfen ist. Jone und. Ist Spooky. Tot, und dann lasse ich ihn liegen. Ja, Spookys kommen da hinten auch, ja. Und sind die Mucken da, siehst du? Ja. Naja, ist auch so. Klar, die. Gehen ja ab auf irgendwas Angefressenes. So, dann gucken wir mal rein. Naja, Level 72, aber ich bin übrigens ja wieder los wie ein Maurer, ne? Ich habe wieder nichts dabei. Ich hoffe, du hast alles dabei. Zumindest. Narkotik, naja gut, ich kann ein paar Bären sammeln gehen hier. Okay, wie immer auch. Oh, Mücken auf jeden Fall genug. Egal, neu war nicht. Man muss immer ein Stück wegfliegen und dann langsam wieder auf sie zufliegen. Ja, ja, das macht. Ja, hier hinten ist auch noch ein Raptor, Junge. War nicht so weit weg. Den muss ich auch noch machen. Ja, Hauptsache, erst die ganze Zeit fliegt die Fliege hier um mich rum und macht nichts. Und dann auf einmal greift sie mich an. Und dann habe ich jetzt mit dem Speer die Mücke runtergeholt. Auch interessant. Doch, das geht eigentlich am allerbesten. Oh, ich muss noch mal gucken, der Kano, ob der uns jetzt hier doll zu nahe kommt. Mal sehen, wie schnell der Große rennt. So. So, du könntest dann nachher genau mal einmal Kribbel reinwerfen.
Oh, der Karno zieht natürlich gleich wieder alles hinter sich her, ne? Da musst du mit dazukommen, Junge. Okay, okay. Warte mal, ich hau ihm hier nochmal 1, 2, 3, 4. Hier verliebte Raptoren. Ich hau hier mal ein paar von den Narkobären noch rein. So, und dann komme ich. Ja, genau, noch ein Raptor dazu. Ihr spinnt wohl. Hast du ihn hier auch angepickt, ja? Ne, ich glaube nicht. Na, der sieht aber, hat mir aber gegen den Karno Ja, der aber hat uns angegriffen. Ja, was soll ich denn machen? Der hat uns doch angegriffen. Der wollte uns nur stupsen. Naja, ich weiß nicht. Was ist denn, Große? Was ist denn los? Was gibt's jetzt hier Schwanz zu wedeln und sich so blöde zu freuen? Was ist denn? Also, die hat mir irgendwelche Scheiße gemacht. Oh, jetzt ist klar. Jetzt ruf mein Vater nochmal an, oder was? Jetzt kann ich nicht. Das geht jetzt nicht, bin am Vogelthemen. Das klingelt auch gleich wie das Handy. Aber da können wir wenigstens den Ton dann austun. Zack. Und Ruhe im Karton. So. Ja, ist gut hier. Lass mich jetzt bitte in Ruhe. Lass mich nicht spielen. Meine Hand von der Tastatur weg. Na, der will, das hört sich aber schon ein bisschen nach Aufmerksamkeit an. Ich weiß nicht, was sie jetzt will. So. Oh, guck mal, diesmal ist es, das 72er ist auch ein Mädchen. Hast du wenigstens einen Jungen gehabt? Hä? Hey. Auch ein Mädchen, ja. Ja. Naja, aber ein rotes. Also da war ja auch noch ein zweiter 72er da, aber... Ja, das geht ja jetzt auch nur um hier mal einmal auch beim Tier zu bleiben. Oh, guck mal, aber unsere beiden Papierflieger sind verlauft. Das ist doch in Ordnung. Ja. Sag ich mal so, ne? Sag ich mal. Ja. Ja. Das Gute ist ja daran, dass sie wirklich fallen irgendwie mit einem Schuss. Jetzt will der Hund wieder liegen. Ich weiß jetzt nicht, was hier los ist. Er wieder abgeklungen. Hat er denn schon den Sattel? Nein. Hast du mir etwa noch keinen gebaut? Hier ist ein bisschen Chitin, der könnte fast reichen. Ach, kann man den in der Tasche bauen? Ja. Dann guck ich erstmal. Na, Hauptsache der Dreizack kackt uns hier erstmal hin. Mhm. Wie hieß es denn nochmal hier? Pelagornis. Schitten und Hide. Naja. Gucken wir noch mal. Schütten haben wir genug. Hide haben wir genug. Da ist es gebaut. Mensch, das war ja... Das war ja nahezu einfach. Boah, jetzt will ich auch noch das Schweinchen hier über meinen Vogel treten. Das will ich so nicht. Guck mal, ob sich hier an der Giganotto-Front was getan hat. Ja, Giganotto ist, ne? Wird aber auch straff gekämpft, du. Ach ne, ist vorbei. All's over. Naja. Junge, gibt das hier Raptoren in dem Wald, ey. Hier eine schöne Ecke hier hinten. Hey, Schweinchen, das gibt's doch wohl nicht. Du kannst ja nicht mehr meinen Vogel laufen. Dann nimmst du mich dich boxen. Obwohl, das mache ich glaube ich sogar. Zack. Ja. Boah, und wieder... Gibt's ja wohl nicht, ey.
Hau ich ihm schon einen ins Gesicht, Alter, dann rennt er wieder beim Vogel rüber. Naja. So, Giganotto hier erstmal nicht. Oben. Das wäre es jetzt noch, wenn wir so einen noch kriegen könnten heute. Ja, das wäre noch so ein feierlicher Abschluss. Damit wir dann endlich beide gemütlich Hand in Hand durch den Dschungel schreiten können. Ja. Die Dschungelpolizei machen. Ich hatte mir extra einen grünen ausgesucht, ne? Aber jetzt hat ja die Polizei blaue Uniform. Das ist mal cool. Also schon voll out, ja? Ja. Lego am Berg. Ich frag, wie kann der sich so festhalten? Naja, mit Recht. Gleich loswerden hier, das ist ja. Was ist der Vogel jetzt eigentlich im Nachhinein? Auch irgendwie Fleisch halt, ne? Das weiß ich nicht. Der ernährt sich bitte mit aus dem Futternapf wie alle anderen. Ja, so sieht's klar aus. Aber echt, hey. Als da nichts Passendes drin ist, dann muss er. Ich hab so einen Beschwerdebriefkasten bei mir, da kann er was. Alter! Ich hab auch so einen Beschwerdebriefkasten. Da kann man sogar Konfetti mitbauen. Das ist der röteste Alpha-Kano, den ich jemals gesehen habe. Der ist nämlich grundsätzlich schon rot. Also 16er. Rot, röter am rötesten unsere, sozusagen, ja. Für unsere Vögels würde ich sagen, ha? 16 oder was? Hm. Ja, probieren kann man es, aber dann ist nachher wieder. Ne, hier ist noch ein Alpha Raptor auch. Hm. Naja. Auf der anderen Seite vom. Vom Giganotto Punkt. 12er Raptor, okay. Da irgendwas klar gemacht. Ja, dann ist doch hier garantiert auch ein Giganotto unterwegs. Wenn da schon so hochqualifizierte Tiere rumrennen? Ja. Für die Liga der bösen Tiere ist, da gehört er ja hin. Naja. Immer noch eine kleine Runde über die Kanoinsel, da war ich nämlich noch nie. Noch nie nicht, meinst du? War da noch nie. Der Prominenz, die hier unterwegs ist, sollte man auch ein bisschen seinen Stamina im Auge behalten, ma? Und durchaus. Ey, Alter, da geht's ja ringsrum, aber auch gleich richtig tief weg. Raptoren, Adleros, Echsen, Giganotto dürfte ja eigentlich nicht sein. Ne, ich glaube, da auf der Insel ist schwierig. Arnos. Ah, hier die Vögel, deine Vögel. Meine Vögel? Gucken wir uns mal hier so nach die Levels um. Da ist er bestimmt auch total spaßig zu sehen, ey. Da 30. Er, erstmal 16 ist der Adler. Die ganze Insel. 28. Säubern. Rex, ich weiß nicht, der Hund will immer noch irgendwas von mir. Der Wand vorne ist unten, geht's nicht nochmal. Also jetzt gerade nicht. Also jetzt nicht. Vielleicht später, aber. Auf jeden Fall nicht jetzt. So, ich denke mal, zweimal fressen, dann ist der Vogel auch hindurch. Ja gut, das ist langweilig hier so alleine rumfliegen. Oh, ich muss mal hier ein bisschen. Steine können weg. Früchte brauchen wir jetzt auch nicht. Samen sowieso nicht.
Naja, ein bisschen Fleisch zum Gammelfleisch produzieren. So, Hype machen wir da hin. Das machen wir da auch mit rein. Nachdem man hier so die ganzen Boshaftigkeiten weggemacht hat, ist jetzt hier eigentlich auch wieder recht ruhig. So. Ja, ne? Am Weiten sieht man noch so ein Spucki ein bisschen, aber alles noch im Bereich des Machbaren. Ich hab einen. Ein Giga? Ja. Heidi dai. Mehl. Giganotto Level 16. Okay. Naja, dann müssen wir wohl noch ein Giganotto. Das ist wenigstens ein Gebiet, wo man irgendwie so halbwegs rankommt. Aha. Ja. So halbwegs halt, ja. Ja, ja. Der ist schwarz wie die Nacht, Junge. Ist doch super. Und da ist ein Alpha Raptor. Das wird ja, sonst merkt ihr das. Merkt ihr das Gebiet? Viele Miezekatzen. Oh, die gibt's nichts zu merken. Viele Miezekatzen. Mal sehen, vielleicht frisst er die noch. Obwohl, hier unten ist so ein kleiner Graben, da könnte man den reinlocken. Kriegt er zwar erstmal einen ordentlichen Fallschaden. Ja, obwohl der kriegt ja keinen Fallschaden. Ja. Als wildes Tier. Ach, Alpha Raptor Level 8, ja, den nehmen wir zur Not auch noch mit. Nö, er frisst ihn schon, oder? Okay, ich weiß, wo er ist. Okay. Gut, dann komme ich mal zurück. Ja, durch die Gegend fliegen ist auf jeden Fall irgendwie interessanter, als hier dem Vogel beim Gedeihen zuzuschauen. Muss ich schon zugeben. Warte mal, ich höre doch hier irgendwo. Oh, Spooky, da. Ah, ihr habt doch das Gurgeln vom Spooky gehört. War hier noch einer irgendwo? So, wäre klar, so kurz vor Ende muss hier nochmal aus dem dunklen Wald heraus ein Spooky um die Ecke ziehen. Naja, der Vogel ist jetzt fast wertlos irgendwie. Also mit anderen Worten, der hat gar nichts mehr zu melden. Oh. Oh, da haben wir es. Stimmt ja, ich hatte ja das Dossier noch gar nicht. Tja, da haben wir unseren Pelagornis. Pelagornis? Naja. Gut. W2W, ja, was ist es denn? Meiner hat erstmal keinen Namen, bis ich festgestellt habe, dass er was taugt. Dann wird's ein Fischivogel. So, komm mal runter hier, Junge. Mach dich mal locker. Oh. Warum? Los, weg hier. Ich wollte gleich mit dem fliegen, dachte ich so. Oh, hier wird schon wieder rumgespuckt. Ja. Merkst? Dein Vogel steht auf Fassi. Sehr gute Entscheidung. Naja, beim Zähmen ist das schon, Urselneutral. So. Zack. Dann wollen wir noch mal gucken hier, mal einmal fliegen. Achso, ich würde noch mal sagen, dass der hier Follow Range kommt man noch irgendwie noch einstellen. Targeting, Follow from Medium, from High. Sonst fliegt er mir hier wieder die ganze Zeit. So, nun gucken wir mal hier. Ey, das ist aber gut, dass das ein Junge ist, ne? Oh, was ist denn mit dem Hund? Was ist denn mit dir? Achso, dann müssen wir auch noch sagen, folgen. Du musst nicht scheißen, wir waren gerade scheißen. Aber vorne. Fliegen tut er ja schön, so. Ja. Beides irgendwie, ne? Was ist denn jetzt hier? Kommt mein Vogel hinterher? Achso, der ist da. Ich habe ihn ja auch freigestellt. Okay. Ja, so ein bisschen geschmeidig, ja, so. Riesenflügelschlag. Der macht auch, wenn du so eine Kurve fliegst, dann dreht er sich da so leicht rein. Okay. Ja, stimmt. Ja, hier über den Sumpf sind auf jeden Fall noch ein paar von den Dingern unterwegs hier. Ja. Aber wir haben ja jetzt erstmal einen.
So, dann fliege ich den nämlich, glaube ich, auch erstmal zu dir oder fliege ich vielleicht gleich zu mir? Aber wir werden doch deinen Quetzen nehmen, oder was? Ja, also, warte mal, grüner Obelisk. Na, ich bin ja hier auch wieder auf der anderen Seite der Welt. So, was macht was? Ist das sogar, dass du diesmal dein Kibbel selbst herstellst? Ja. Ich bin begeistert. Habe ich nicht letztes Mal das Giganotto-Kibbel hergestellt? Ach so, naja, Ja, jetzt. sicher, sicher, sicher. Na, bestimmt. Das haben mit deiner Mutter am Backofen, Junge. Ja, wir haben zusammen gebacken und Mutti meinte, das machen wir so. Immer, wo treffen wir uns dann? Ja, du hast mir ja noch nicht genau gesagt, wo der ist jetzt und Nee, dementsprechend. das sag ich dir auch nicht, weil wir fliegen ja zusammen dahin. Beim Dann treffen Quetz. wir uns beim Baumhaus oder meinetwegen auch bei mir zu Hause, weil ich ja zu mir nach Hause muss, um Kippel zu fabrizieren. Siehst du, ich muss ja jetzt Ja, hier. können wir machen. Hast du noch ein paar grüne Darts? Sechs habe ich noch im Gewehr. Bauen wir jetzt ein paar. So, jetzt muss ich ja hier wenigstens nochmal fürs Video auch nochmal sanft im Wasser landen, wa? Ah. Schwimmen wir hier so ein bisschen. Das ist ja auch nett hier, schön durch den Sumpf schwimmen. Gut, reicht aber auch. Macht er schon recht geschmeidig, ja. Das hat schon was. Und seine riesigen Flügel irgendwie. Aber da war auch noch die Theorie, dass der am Baum hängt. Hier sind Bäume. Oh, ich habe aber ein bisschen Angst, dass ich mein Piepmatz verliere. Und den. Ach, da ist er. Auf einmal ist er wieder neben mir. Gut, wir fliegen einfach mal ein Ja, bisschen dann höher. flieg den doch mal nach Hause jetzt, bitte. Ja, Danke. ich bin noch dabei. Das ist doch meine Grundoption, die ich Ich hier. meine, wenn du Schiss hast hier, dass dein Vogel weg ist, dann liefer ihn ab oder mach ihn tot. Ich Ey, bin doch Gammelfleisch wird hier echt ein unterwegs. Problem, das kannst du aber wissen. Bin ne doch unterwegs. Also ich könnte dem Heim mal. Ich glaube, ich bin jetzt. Ich komme jetzt, glaube ich, gleich zu deinem Baumhaus. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das hier eigentlich. Doch, da ist es. Oh, der klatscht auch so schön. So, ich habe 500 Narcotics, ich habe eine Flinte und ich habe 6 Darts. Das sollte reichen. Ach so. Was denn? Ist das so, ja? Na gut, wir brauchen ja nicht den ganzen Weg bis nach Hause, ist ja auch nicht so interessant. Ich werde hier jetzt noch einmal durchs Wasser schippern und dann reicht es ja auch erstmal, weil wir haben ja schon eine Aufnahme. Uff. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. So. Okay, das war schön. Damit beenden wir das erstmal und sagen reinhauen. Bitte sag reinhauen. Eingehauen.